Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe hier einen ganz tollen Trinkbecher. Ich wollte schon immer mal so einen Becher to go haben. Meine Schwiegertochter, die trägt laufend so einen Becher mit sich rum. Die geht nicht aus dem Haus ohne ihren Kaffeebecher. Und wenn die dann die 200 Kilometer bis zu uns fahren, da ist auf jeden Fall immer Kaffee an Bord. Und wenn sie von hier wieder losfahren, macht sie sich auch extra noch einen frischen Kaffee und nimmt den wieder mit auf der Rückfahrt. Ich habe jedenfalls auf so was Schönes gewartet. Ja. Coffee-to-go-Becher gibt es ja viele und die sind alle immer irgendwie so ähnlich und alle fest geschlossen. Aber der ist von der Optik extravagant, der ist außergewöhnlich schön, der ist wunderschön, der ist genau mein Geschmack. Ich liebe das. Ich liebe solch kitschigen Muster, so richtig schön bunt, Flower Power, Schmetterlinge, weißer Untergrund, ist genau mein Geschmack. Schönen Regenbogen habe ich hier auch noch drauf. Also ich habe mich sofort in diesen Becher verliebt, als ich den in der Angebotsliste gesehen habe und dachte, das ist jetzt der Moment. Jetzt bist du dran. Jetzt brauchst du endlich auch mal so einen Becher. So, ich habe hier, das ist alles schon nass, da ist der Deckel dazu, ist alles nass. Ich habe mal Wasser eingefüllt, weil ich noch gucken will, wie dicht das ist. Und ich habe auch schon geguckt, klar, ich fange nicht die Rezension an, ohne mich ein bisschen vorzubereiten, damit ich weiß, womit ich hier umgehen muss und was ich euch vorbereiten muss. Hier ist jedenfalls am Deckel ein schöner Silikondichtring dran. Der geht auch ab. Der geht mitunter auch ab, wenn man den Deckel mit Gewalt runterzieht. Dann löst es sich auch. Dann kann man aber wieder drum machen. Das ist nicht weiter schlimm. Das ist bei meinen Lock- und Lockdosen auch immer so. Das geht einfach mal so runter und dann steckt man das rein und wieder hoch. So, hier ist ein Schieber. Den schiebt man zurück. Dann hat man die Trinköffnung offen. Schiebt man wieder vor, ist sie geschlossen. Und da wollte ich wissen, ob das richtig dicht ist oder ob das nur so viel dicht ist, ja, wie es gerade so geht. Hier ist ja immerhin der Silikonstöpsel vorgeschoben. Ich denke mal, das wird wohl dicht sein. Hier hinten sehe ich gerade noch was. Hier ist ein Loch drin, wo kein Unterdruck entsteht, wo Luft entweichen kann. Wo Luft entweichen kann. Und wenn ich das jetzt zurückschiebe und hier vorne das Trinkloch schließe, schließt sich hier hinten mit diesem Silikonpunkt das andere Loch. Cool. Richtig schön. So, aber wenn ich das jetzt raufdrücke, manchmal klappt es, manchmal nicht, manchmal drückt das immer wieder hoch, weil irgendwie so ein Unterdruck, nicht ein Unterdruck, ein Überdruck entsteht, weil hier innen drin Luft ist und der Deckel nichts weglässt. So. Hier ist es jetzt im Moment nicht, aber solltet ihr mal das Problem haben, ihr kriegt den Deckel nicht rauf, der kommt immer wieder hoch, dann schiebt einfach das Ding hier hoch und dann kann die Luft entweichen und dann lässt sich das ganz leicht runterdrücken. Dann funktioniert das. Ja, ein kleines bisschen Spiel hat es trotzdem. So, ich mache jetzt wieder zu und mache den Wassertest mit euch. So, ich wollte das jetzt wissen. Ich habe den Becher jetzt etwa halb voll und ja, wenn das jetzt ausläuft, naja, muss ich ihn putzen, ist egal, ich habe den Lappen hier. Aber ihr seht, es tropft nichts, es kommt nichts raus. Schaut auf die Tischplatte, hier ist alles trocken. Das ist bloß ein Fussel, der so glänzt. Das war kein Wasser. Hier ist absolut nichts, hier kommt nichts raus. Und das finde ich ja richtig schön, dass der so schön dicht ist. Ja, für Heißgetränke, ihr habt ja gesehen, doppelwandiger Edelstahl, eine schöne Innenausstattung hat es. Sehr schön, man kann es auch in der Spülmaschine waschen. Ich persönlich werde das nicht machen. Ich finde diesen Becher so schön. Ich bin so verliebt in meinen neuen schönen Kaffeebecher. Ich würde dem nie die Spülmaschine zumuten, weil die Spülmaschinentabs oft so viele Schleifkörper haben. Und da geht mir das Dekor irgendwann flöten. Da habe ich Angst vor. Das will ich mir nicht versauen. Der soll so schön bleiben. Ja, der Fuß ist eigentlich auch schön stabil, kein Kunststoff oder so. Ich denke mal, ich kann den Becher auch, aber es macht wenig Sinn. Ich habe gerade überlegt, auf den Tassenwärmer raufgestellt. Der bekommt ja auch eine schöne Temperatur und hält meinen Kaffee in der Tasse immer schön warm, wenn ich abends länger arbeite. Aber macht wenig Sinn wegen der Doppelwandigkeit. Da kommt ja keine Wärme durch bis rein in den. Okay, das war mal so ein Gedanke, aber der war unsinnig gewesen. Also in der Spülmaschine kann man es waschen. Es ist schön dicht. Es ist ein wunderschöner Becher. Ich liebe den total. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Bleibt schön gesund und ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Tschüss.